Willkommen bei einer neuen Ausgabe von Next Level Talk. Ich habe heute den Jens Böckenfeld von Große Freiheit TV zu Gast. Die meisten von euch werden Jens kennen. Für diejenigen, die Jens noch nicht kennen, er macht auf seinem Kanal Große Freiheit TV kritische Videos oder kritische Dokumentationsfilme zu allen möglichen Themen. Und Jens und ich haben auch schon zusammen sehr viele Interviews geführt zum Corona-Prozess, den ich geführt habe. Aber wir waren zum Beispiel auch zusammen an der Universität Hamburg beim Professor Streit, dem Virologen. Und heute möchte ich mit Jens über das Thema Ernährung sprechen und über das Thema Nahrungsergänzungsmittel. Das soll ein ganz lockerer Austausch werden, also kein Interview im eigentlichen Sinne, sondern wir tauschen uns einmal aus. Und genau, vielleicht stellst du dich einmal noch mal kurz vor für die Leute, die dich noch nicht kennen. Ja, also Marvin, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, mich hier mit dir über das Thema auszutauschen. Ja, und zwar, wie Marvin schon gesagt hat, ich habe den YouTube-Kanal Große Freiheit TV seit 2016 und behandle da so die Themen, die mich immer interessieren. Und jetzt habe ich auch, ja, durch Corona habe ich auch, ja, mich nochmal, ich habe mich sowieso schon seit bestimmt 17, 18 Jahren, seitdem ich Krafttraining mache, heute nicht mehr ganz so viel, also nicht, dass ihr euch wundert, habe ich mich immer viel mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt und jetzt gerade dann im Zuge von Corona bin ich da nochmal viel tiefer eingestiegen, habe mich viel mit dem Thema Rohkost auseinandergesetzt, habe auch, ja, schon seit, auch schon vorher habe ich immer viel ausprobiert, aber jetzt Corona auch dann nochmal, ja, auch durch dich. Wir haben uns auch, als wir uns kennengelernt haben, haben wir dann auch gesehen, dass wir beide Weston Price kannten, dass wir uns viel mit dem Thema Ernährung beschäftigt haben. Insofern probiere ich da immer gerne aus und ja, schau immer, womit fühle ich mich am besten, was ist das Natürlichste und ja, soll ich einfach mal mit Weston Price anfangen? Ja. Vielleicht fängst du einmal kurz damit an, was deine Geschichte bezogen auf Ernährung und Supplements ist. Also wo kommst du her? Was hast du alles schon ausprobiert? Ja, also was ich alles ausprobiert habe, ich habe schon, ich war 5 Jahre vegan tatsächlich. Da muss ich auch sagen, ich habe in Lüneburg damals studiert, wurde dann ganz schön hier hingewaschen. Da muss man dann, ich meine, ich habe auch hier auf meinem Kanal habe ich auch ein paar Videos zum Thema Zolofada gemacht, habe da auch die Studenten interviewt und da sieht man eigentlich, da ist es von Anfang an überall Klimawandel hier, Klimawandel da, man muss gleich seinen CO2-Fußabdruck berechnen und wenn du dann die ganze Zeit diese Propaganda hast, dann habe ich, damals war auch so die Zeit, dann gab es ein paar Fitness-Influencer, die gesagt haben, wir sind vegan, habe ich das ausprobiert und ich habe mich zu Anfang damit ganz gut gefühlt. Aber nach 5 Jahren habe ich gemerkt, hey, irgendwie fühle mich schwach. Ich habe eine Allergie bekommen und habe dann wieder angefangen, Fleisch zu essen. Und ja, was ich sonst noch alles ausprobiert habe, also genau, als ich dann Fleisch gegessen habe, dann habe ich erst nur mal so das normale Essen zu mir genommen, halt immer Kohlenhydrate, eine Hauptmahlzeit so nach dem, oder ein, ja, man kennt das ja so, dass man irgendwie Kartoffeln nimmt, ein bisschen Gemüse nimmt und ein bisschen Fleisch. So habe ich mich dann erstmal ein paar Monate ernährt, dann habe ich dann Keto probiert, dass ich dann wirklich nur Fisch und Milch und Fleisch gegessen habe und habe dann nochmal roh-vegan ausprobiert. Das war genau auch, da war ich dann noch vegan, habe dann probiert komplett roh-vegan zu sein, wo ich dann wirklich nur, sonst habe ich als Veganer habe ich dann oft noch so Gemüse gebraten, habe dann auch mir so Ersatzprodukte gekauft, so damals, was war das, Lupine-Steaks und so, was natürlich auch alles total künstlich ist, was alles zusammengepanscht ist ohne Ende, ganz viele Gewürze drin und so, was einfach total unnatürlich ist. Ja, insofern, also ich habe da immer viel ausprobiert und heute, jetzt bin ich gerade wieder seit 10 Tagen dabei, mich carnivore zu ernähren oder nur mit tierischen Produkten, weil ich einfach auch gemerkt habe, auch durch den Austausch mit dir und mit verschiedenen Leuten, dass eigentlich, das ist eine kleine Raupe bei dir, da habe ich dann einfach gemerkt, dass so die letzten Jahre, als ich dann während Corona auf Rohkost mich umgestellt habe, war so meine Haupternährung waren so Sprossen, die ich dann halt immer mit Avocados oder mit Datteln zu mir genommen habe. Und da habe ich dann immer gemerkt, dass
Ja, wenn ich meinen Stuhlgang mir anschaue, das machen natürlich viele nicht, weil sie denken, das ist unappetitlich, aber ich sage eigentlich, man muss sich immer seinen Stuhlgang auch anschauen, so von wegen, wie kommt das raus? Und da habe ich dann immer gesehen, dass die Sprossen, die ich reingesteckt habe, egal, auch wenn ich sie gut zerkaut habe, habe ich sie immer im Stuhlgang gesehen. Das waren vor allem auch immer, bei Braun hier hat man das ganz gut gesehen, die kann man gar nicht so gut zermahlen. Und wenn sie genauso rauskommen, wie sie reingehen, natürlich, ich habe mir dann immer so schön geredet, wo ich dachte, ja, Rohkost oder Sprossen, das ist das Natürlichste überhaupt. Aber wenn es, wie gesagt, wenn es so rauskommt, wie es reingeht, dann kann da irgendwas nicht stimmen. Und ich habe mir, wie gesagt, ich habe mir halt so gedacht, so, ich habe mir halt das immer schön geredet, so nach dem Motto, ja, der Körper im Magen, passiert dann irgendwas Chemisches, wo dann irgendwie die Magensäure das zersetzt und sich die Nährstoffe da rausholt. Aber ja, offenbar ist das nicht so passiert. Und jetzt seit 10 Tagen esse ich dann nur Fleisch und Rohmilchkäse. Und ich muss sagen, ja, der Stuhlgang sieht gut verdaut aus. Ich muss sagen, auch ich habe mich dann auch viel so mit Fasten, mit Arnold Ehret beschäftigt. Arnold Ehret sagt, dass Nahrung uns immer, das ist schleimfreie, also er redet über die schleimfreie Heilkost, dass uns dann vor allem erhitzte Nahrungsmittel, ganz viel verarbeitete Nahrungsmittel, pasteurisierte Milch, gekochtes Fleisch und so, dass es uns total verschleimt. Und auch vor allem, wo ich das immer ganz krass merke, ist, wenn ich Weißbrot esse, dass ich dann, ich bin letztens auch beim Italiener gewesen, habe dann Weißbrot gegessen, schmeckt ja auch ganz gut mit Öl. Aber ich habe am nächsten Tag, war meine Nase zu, ich bin morgens wach geworden. Entschuldigung, wenn ich das so sage, ich musste mich erstmal da ausrotzen, so mein ganzer Hals war voll. Und jetzt habe ich mit Fleisch immer noch so ein bisschen, dass ich mich verschleimt fühle, aber da weiß ich noch nicht, ob das jetzt nur die Übergangsphase ist. Ich probiere das mal weiter aus und schaue mal. Insofern, ich kann nur sagen, ja, grundsätzlich immer ausprobieren und schauen, wie der Körper darauf reagiert, wie man sich fühlt, den Stuhlgang anschauen. Und ich glaube, auch als wir uns kennengelernt haben, wir haben beide, wie gesagt, Weston Price hatten wir beide gelesen. Du warst der Erste, den ich kennengelernt habe, der sich auch mit Weston Price auseinandergesetzt hat. Und Weston Price ist ja um die Welt gereist, hat sich die Urvölker angeschaut, hat geschaut, wie ernähren die sich und hat dann, oder beziehungsweise der Ausgangspunkt war, er hat in seiner Zahnarztpraxis gesehen, dass die Kinder, dass die Zähne immer schlechter werden und ist dann um die Welt gereist, hat sich Urvölker angeschaut und hat dann gesehen, bei den Urvölkern, sobald dann das verarbeitete Essen dazu kam, vor allem Zucker, Konserven, Obst, verarbeitetes Fleisch und so weiter, kam die Generation auf, dass die Zähne schlecht geworden sind, dass die Kinder krank geworden sind, dass die Geburten immer schwieriger vonstatten gingen, dass irgendwie die Muskulatur, dass die ganzen Knochen nicht richtig ausgebaut oder nicht richtig ausgebildet sind. Insofern also, ich glaube, jeder, der Weston Price liest oder das ausprobiert, der sieht, dass je mehr die Lebensmittel verarbeitet sind, desto unnatürlicher sind sie einfach. Und das sagt dir der Stuhlgang, das sagt dir einfach, wie du dich von der Energie her fühlst, wie viel Schlaf du brauchst und so weiter. Genau. Ja. Und was sind so deine Erfahrungen? Du bist, erzähl mal, was bist du? Ja, also ich ernähre mich auch so gut es geht natürlich. Dazu gehört natürlich, dass ich Dinge esse, die man in der Natur prinzipiell finden könnte als Mensch und auch einfach direkt im Naturzustand essen könnte. Also wenn man jetzt quasi hier rausschaut, Obst und Gemüse findet man im Endeffekt nicht wirklich. Also man findet hin und wieder mal einige Wildtypen von Früchten, Beeren und so weiter, aber das reicht nicht aus, um sich wirklich grundmäßig als Mensch davon zu ernähren und auch zu performen, gesund zu sein, auf dem Hoch der Gesundheit zu sein. Insofern bleibt eigentlich für Menschen aus meiner Sicht nur tierische Kost als Grundnahrungsmittel übrig. Und dazu gehört eben ja, Fleisch, aber eben auch Innereien oder alles andere, was zum Tier gehört. Oder eben auch zu Fischen und so weiter und so fort. Das ist grundsätzlich erstmal egal, ob aus der Luft, vom Land oder aus dem Wasser. Wie du auch gerade gesagt hast, wenn wir ganz ehrlich sind und nicht ideologisch sind und uns einfach dabei beobachten, dann stellt man eigentlich fest, dass bei diesen tierischen Produkten die Verdauung sehr gut ist. Das bedeutet, dass sehr wenig unten rauskommt, verglichen zu dem, was man oben reingesteckt hat. Also anscheinend behält der Körper
etwas davon bei. Und ja, man kann nicht irgendwie die Strukturen erkennen, die man gegessen hat, wie jetzt zum Beispiel bei Samen, ja, wie du, oder bei Sprossen und so weiter und so fort. Das heißt grundsätzlich, und man fühlt sich natürlich dann auch entsprechend besser bei der Verdauung. Also man hat deutlich weniger oder keine Blähungen, man hat keine Verstopfung und so weiter und so fort. Das heißt, wenn man einfach instinktiv auf seinen Körper achtet und natürlich auch in die Natur schaut, was eigentlich zur Verfügung steht, ist es eigentlich klar, was für den Menschen. Und so ist es natürlich auch bei den Naturvölkern. Also man sagt immer Naturvölker, man kann die nicht alle verallgemeinern, aber die meisten Naturvölker, die ich jetzt sozusagen auch studiert habe, alle von denen essen auch tierische Produkte, ob es jetzt Milch ist oder Fleisch oder was anderes, spielt erstmal keine Rolle. Auf jeden Fall haben die immer zu einem gewissen Teil tierische Kost drin, und es gibt auch Naturvölker eben, die haben bis zu 80-90% Fleisch in der Ernährung. Und das ist, in meinen Augen ist das ein Trend mit dem Veganismus zum Beispiel, oder auch seit den 50er Jahren mit der Angstmacherei vor tierischen Fetten und Cholesterin, oder zum Beispiel mit dem Thema, dass Fleisch krebserregend sein soll, oder mit dem Thema, dass Fleisch schlecht für die Umwelt, fürs Klima sein soll. All diese Agenda-Themen, die ständig immer wieder auf die Bevölkerung gepusht werden, auf die weiße Bevölkerung, die haben dazu geführt, dass die Menschen immer weniger sich natürlich ernähren, und dass der Anteil an an pflanzlichen Produkten immer höher wird. Selbst wenn wir uns jetzt den Standarddeutschen oder Standardamerikaner angucken, der isst im Prinzip, auch wenn er zu den sogenannten Fleischessern gehört, zu 70% pflanzenbasiert und oder auch mehr, und zu 60% Samen, weil alle Produkte, die als Grundnahrungsmittel gegessen werden, wie Brot, wie Nudeln, wie Reis, das sind alles Samen. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Das heißt, wir essen eigentlich größtenteils Dinge, die für Vögel geeignet sind, aber nicht für Menschen, und die in der Natur völlig unverdaulich wären für uns. Samen sind die Babys sozusagen der Pflanze. Die Pflanze hat ein Interesse daran, dass diese Samen bestmöglich verteidigt werden, dass sie eben nicht verdaut werden können. Und wie du gesagt hast, man sieht es ja dann auch im Stuhlgang und so weiter. Wenn man den Samen nicht verarbeitet, sondern in seiner Wildform isst, dann kommt er unten einfach unverändert wieder raus. Und das ist natürlich genau die Aufgabe. Und insofern habe ich vor einigen Jahren meine Ernährung eben umgeschwenkt in diesen doch eher natürlicheren Bereich, oder von dem ich glaube, dass es die natürliche Bestimmung repräsentiert, weil ich glaube ganz stark, dass wir als Menschen auch ein Teil der Natur sind. Wir sind jetzt nicht irgendwie abgehoben von der Tierwelt, sondern wir gehören auch zur Natur. Wir gehören auch in diesen natürlichen Kreislauf. Alles hat seine Aufgabe, seinen Platz. Und wenn man sich zu weit davon entfernt, von diesem natürlichen Prinzip, dann wird man bestraft von der Natur. Das ist so mein Verständnis. Und deswegen versuche ich mich so gut ich kann, zumindest beim Thema Ernährung und auch bei anderen Themen, eben an der Natur zu orientieren. Damit bin ich sehr gut gefahren, und die Leute, die ich eben in meiner Beratung zum Beispiel habe, soweit auch. Und ich habe natürlich auch mit vielen Freunden und mit dir, mit meiner Familie und so weiter gesprochen, und das Feedback, was ich dann halt bekomme, und natürlich auch mein eigenes Feedback von meiner eigenen Erfahrung. Am Ende bin ich halt einfach nur auf der Suche nach der optimalen Gesundheit oder nach dem optimalen Wohlbefinden. Und das Schöne bei der natürlichen Ernährung ist eben, dass nicht nur die Gesundheit dankbar sich zeigt, sondern auch alles andere, also sozusagen mental, ja, kognitiv, auch die Art und Weise, wie du dich fühlst im Alltag, die Art und Weise, wie du motiviert bist und so weiter und so fort, das ist, kann man nicht einfach von der Hand weisen. Das spielt alles ineinander. Und was du gerade sagst, so von wegen, ist es so die Agenda, wir sollen alle vegan werden, das war auch damals 2019. 2019 war die Zeit, wer meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich damals viel bei Fridays for Future war. Und da waren alle go vegan, go vegan. Da heißt es ja so von wegen, wir müssen alle, und das habe ich auch bei mir an der Uni immer gehört, so ein Motto, ja, Fleisch, man ganz viel CO2-Verbrauch und so. Und da denken die Leute, ja, ich probiere mal Veganismus aus. Es fühlt sich gut an. Man denkt, man ist moralisch auf der besseren oder auf der richtigen Seite. Aber auch wenn man sich das überlegt, ich meine, wenn jetzt hier, du kannst entweder, wenn du eine Wiese hast, du kannst entweder Kühe laufen lassen, die halten dann das Gras niedrig und düngen gleichzeitig auch noch mit in Ausscheidungen den Boden,
Natürlich muss man die Tiere töten dann, aber wo ich sage, wenn du Ackerland betreibst mit großen Maschinen, was meinst du, wie viele Tiere da getötet werden? Da werden ganz viele Mäuse, ganz viele Insekten getötet, vielleicht sind da Rehe im Maisfeld und so weiter. Insofern, da wird dann immer, natürlich wird da getötet, aber wir müssen uns halt bei der Natur bedienen und da gehört Töten dazu. Nur so ist eine Kuh mehr wert als irgendwie eine Maus oder so. So, und da sage ich halt, ja, man muss halt einfach schauen, wo kriegt man seine Nahrung her? Was ist das Natürlichste? Und ich glaube, vegan, ja, ist halt einfach, ja, das die moralisch über, wie heißt es so, Virtual Signaling. Mhm. Es gibt ja so die Veganer-Witze, so nach dem Motto, nach 2 Sekunden erzählt jeder Veganer, dass er vegan ist und so. Ja, insofern, man muss da differenzieren. Genau, die Natur ist eben ein großes Zusammenspiel aus verschiedenen Entitäten, Faktoren, Phänomenen und so weiter. Und die Energie, alles ist ja irgendwo Energie, die wandelt sich ja ständig um. Ja? Aber es ist nicht so, dass jeder Spieler jede Form von Energie aufnehmen kann. Gewisse Spieler, wie zum Beispiel eine Kuh, die kann halt hier dieses Gras essen, diese Energie, aber wir können das nicht. Das heißt, man muss sich auch an die Regeln halten und man kann nicht einfach glauben, man könnte jede Form der Energie absorbieren, das geht nicht. Und man muss sich irgendwo auch an die natürlichen Regel- und Gesetzmäßigkeiten halten, wenn man eben gesund sein will oder wenn man ein guter Mitspieler, sage ich mal, um auf diesem bildlichen Verständnis der Natur zu sein, wenn man da ein guter Spieler sein möchte. Ja, genau. Und es gibt auch viele Studien da. Du bist ja ein großer Freund von einem Katzenexperiment. Vielleicht willst du das mal ausführen. Genau. Da werden wir auch noch ein Video zu machen bei Next Level oder einen ausführlichen Artikel, aber ich kann das schon mal ein bisschen vorweggreifen. Wir haben ja gerade über Weston A. Price gesprochen, so Anfang 20. Jahrhundert. Und der hat auch einen Zeitgenossen gehabt, den Pottinger. Und dieser hat angefangen zu untersuchen, ob Katzen, die eine Nebennierenoperation bekommen, also die Nebennieren entfernt bekommen, ob sich diese Katzen irgendwie mit einer bestimmten Art der Ernährung gesundheitlich besser zeigen als andere Katzen, die eine andere Ernährung bekommen. Und er hat dann halt gemerkt, dass bei den, erstmal hat er dann so viele Katzen gehabt auf einmal, weil die Nachbarschaft auch davon mitbekommen hat und so, dass er nicht mehr genug Essen hatte und für die Katzen im Experiment. Und dann hat er in seinem Nebennieren-Experiment, hat er für die Katzen rohes Fleisch holen müssen von einer benachbarten Firma, weil er nicht mehr genug Essen hatte. Und er hat dann halt per Zufall eigentlich gemerkt, dass er in der Gruppe, die dieses rohe Fleisch bekommen hat, dass diese Katzen die Nebennierenoperation extrem gut überlebt haben und sehr, sehr gesund waren. Ja, die hatten quasi im Prinzip überhaupt keinen Nachteil verglichen zu den anderen Katzen, die dann früh gestorben sind und Komplikationen hatten. Und das hat Pottinger auf die Idee gebracht, diese ganzen Experimente abzubrechen über die Nebennieren und ein komplett neues Experiment aufzuziehen, was seine nächsten 10 Jahre dann sozusagen begleiten sollten. Und er hat dann im Prinzip die reine Ernährungsstudie aufgebaut von Katzen. Das heißt, er hat 900 Katzen insgesamt genommen. Er hat sie in 6 Gruppen aufgeteilt und er hat dann im Prinzip eine Rohfleischgruppe gehabt, eine Rohmilchgruppe gehabt. Dann hatte er eine mit gekochtem Fleisch, eine mit pasteurisierter Milch, also gekochter Milch, eine Gruppe mit gesüßter Kondensmilch, eine Gruppe mit Kondensmilch. Und er hat dann beobachtet über 10 Jahre hinweg und über mehrere Generationen, also bis zu 4 Generationen, dass sich die Krankheiten, die wir in der westlichen Gesellschaft kennen und beobachten, auch die Weston A. Price festgestellt hat, die Probleme mit den Zehen, mit den Kiefern und auch bei den Geburtenproblemen und so weiter und so fort, dass sich diese ganzen Probleme 1:1
Sequenz in diesem kontrollierten Experiment über 10 Jahre und 4 Generationen reproduzieren ließen über die Ernährung. Das heißt, er hat herausgefunden, die Katzen bekommen auf einmal schwächere Knochen, die Katzen bekommen auf einmal schlechtere Zähne, der Kiefer schrumpft, der ganze Schädel schrumpft, das Fell wird schlecht, die Augen werden schlecht, die Katzen bekommen Allergien und Entzündungen, die Katzen bekommen Probleme bis hin zur Unfruchtbarkeit oder Totgeburten und all solche Dinge, die man auch in unserer westlichen Gesellschaft sieht. Und Weston A. Price und Pottinger haben das damals auch schon angemerkt. Hey, wenn unsere Ergebnisse hier oder zum Beispiel bei den Katzenexperimenten, wenn sich die reproduzieren lassen oder wenn die auch für den Menschen gültig sein sollten, dann stehen uns schlimme Zeiten bevor. So hat er das damals gesagt. Und meiner Meinung nach ist das die beste Studie, die wir in der Ernährungsgeschichte jemals gehabt haben. Die am besten kontrollierteste Studie, definitiv. Und meiner Meinung nach lassen sich die Ergebnisse eben sehr gut dann auch reproduzieren oder auf den Menschen anwenden. Und für mich war diese Studie damals vor 6 Jahren der absolute Türöffner in diesem ganzen Bereich der Ernährung, weil diese Studie hat mich als wissenschaftlich interessierten Menschen so sehr überzeugt und so interessiert, dass ich gedacht habe, Wahnsinn, das kann ja gar nicht sein. Was sind das für Ergebnisse? Was ist das für eine Studie? Und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema der Ernährung zu beschäftigen, ja, weil ich, das war für mich dann ein bestimmter Ernst der Lage. Genau. Du hast dich auch selbst geheilt, ne? Wie war das mit deiner Carnivore-Ernährung? Du hattest ja irgendwelche, erzähl nochmal. Ja, ich hatte halt extrem viel Sport damals gemacht, Kraftsport, und natürlich mein Körper dadurch sehr stark belastet, unter Stress gesetzt, meine Gelenke und so weiter waren ziemlich verschlissen. Zusätzlich habe ich mich sehr, sehr schlecht aus heutiger Sicht ernährt. Diese typische Standard-Sportler-Ernährung mit viel Reis, viel Nudeln, viel Hähnchen, alles gebraten, viel Gemüse und so weiter und so fort. Ja, alles fettarm natürlich. Ich auch damals. Und zusätzlich sehr, sehr viele Supplemente benutzt. Da kommen wir gleich auch nochmal zu. Aber ich habe sehr viel Eiweißpulver genommen, Kreatin, Vitaminpillen, noch und nöcher. So viel Geld habe ich dafür ausgegeben. Und natürlich war das alles eine enorme Belastung für meinen Körper, plus natürlich dieser Stress des Kraftsports. Und das hat mich natürlich dann über die Zeit hin, da war ich so 25, 26, da habe ich extreme Rückenschmerzen gehabt. Ich hätte niemals so lange wie jetzt hier sitzen können. Völlig unmöglich wäre das gewesen. Meine Schulter, da hatte ich Arthrose, sollte operiert werden mit 26. Und meine Haut war extrem schlecht. Ich hatte starke Akne und so weiter und so fort. Und natürlich habe ich dann über die Ernährungsumstellung geahnt, dass ich da Besserungen haben werde, aber dass ich so eine massive Verbesserung haben würde, dass meine kompletten degenerierten Lendenwirbel und Gelenke, dass meine komplette Arthrose, dass sich alles komplett wieder 100% heilt, das hätte ich damals auch nicht gedacht. Und das hat mich auch bis heute so geflasht, dass ich nie wieder bereit wäre, diese biologische Ernährung, wie ich es jetzt nenne, aufzugeben. Und deswegen bin ich auch sehr überzeugt davon. Und ich glaube, man kann auch nur so überzeugt über etwas sprechen und auftreten, wenn man halt die eigene Erfahrung wirklich auch gemacht hat. Genau. Und hast du auch... Ich habe noch ein paar Sachen. Ja, ja. Oder was wolltest du fragen? Ich wollte fragen, ob du damals auch irgendwie Supplement genommen hast. Ja, ich habe natürlich, klar, als Sportler... Erstmal genau, ich weiß noch, ich habe dann immer... Ganz genau, an Trainingstagen habe ich dann Kalorienüberschuss genommen, an Nicht-Trainingstagen habe ich Kaloriendefizit genommen, habe das dann zeitweise sogar alles ganz genau getrackt, habe darauf geachtet, dass man möglichst viel Proteine, High Protein, Low Fat und so, natürlich aus heutiger Sicht so schon wegen, wie wir gerade schon gesagt haben, wenn man Sachen unverarbeitet isst, dann sagt dir dein Körper irgendwann, jetzt bist du satt. Da muss man nicht Kalorien zählen oder so. Und Kalorien, auch wenn man sich damit beschäftigt, ich meine, es heißt Brennwert. Es wird so ermittelt, dass, ihr könnt das auch gerne mal recherchieren, es wird wirklich so ermittelt, dass dann irgendwie ein Stück Nudeln oder so genommen wird, es wird verbrannt und man schaut, wie lange brennt das dann. Und so wird dann dieser Wert ermittelt. Total, total verrückt. So, genau. Man geht irgendwie davon aus, wir sind so eine Maschine, wo was reingeschmissen wird, wo es dann verbrannt wird und unten wieder rauskommt. Genau. Da steckt im Prinzip also eine Annahme dahinter, dass der, wie du gesagt hast, dass der Körper sozusagen die thermische, thermodynamische Energie aus einem Verbrennungsprozess sozusagen widerspiegeln würde. Und eine Kalorie ist ja definiert als...
die Energie, die man braucht, um, ich glaube, das 1 Liter Wasser um 1 Grad zu erwärmen oder so. Ich glaube, so war es definiert. Das ist natürlich absolut lächerlich in meinen Augen und auch widerlegt. Wir alle, die sich artgerecht ernähren oder biologisch ernähren, wissen das irgendwann auch und stellen das fest, dass diese Kalorientheorie, die funktioniert ganz gut bei der amerikanischen Standardernährung. Aber sobald man sich natürlich ernährt, da funktioniert die nicht mehr so gut. Ne? Also zum Beispiel ich halte hier ein Gewicht von 84 Kilo über jetzt 5-6 Jahre ohne Sport zu machen und so. Ich habe also nicht so viel Gewicht verloren tatsächlich und ich esse niemals mehr als 1500 Kilokalorien oder manchmal 2000, aber eher selten. Und das würde ein massives Kaloriendefizit sein in meiner Konstitution bei 1,86 Meter und würde dazu führen, dass ich sehr stark abnehmen sollte. Ja? Und das ist aber nicht so. Und es kommt eben auch auf die Qualität der Energie an, die man isst und ob der Körper die verdauen kann. Es bringt mir nichts, wenn ich auf dem Papier 4000 Kilokalorien esse, aber die Hälfte davon ist unverdaulich. Ja? Wenn ich eine hochqualitative, hochenergetische Substanz zu mir nehme, die mein Körper 100% absorbieren kann, was der eigentliche Sinn von Verdauung ist, ja, absorbieren, was bleibt am Ende in meinem Gewebe? Ja, abzüglich, was ich ausscheide. Und dann habe ich natürlich viel mehr Energie bekommen als jemand, der 4000 Kilokalorien in Form von Gemüse, Reis und Kartoffeln gegessen hat. Ja, ja da auch, wer auf meinem Kanal, wer mir folgt, der hat das Video vielleicht gesehen. Ich war in Indien, im Februar, März war ich einen Monat lang in Indien und in den Tropen. Ich hätte dann natürlich auch viel Fleisch essen können. Essen ist in Indien sehr günstig und das Essen auch dann sehr gut, das indische Essen. Aber ich habe tatsächlich da gesagt, hey, ich mache mal ein Experiment, wo ich mich dann nur von Obst ernähre. So jeden Tag Kokosnusswasser getrunken, Kokosnussfleisch gegessen, dann Maracuja, Passionfruit, Dragonfruit, Feigen, frische Feigen. Und auch, wo wir gerade bei Kalorien waren, da hatte ich vielleicht am Tag 300, vielleicht maximal 500 Kalorien zu mir genommen. Aber trotzdem, ich habe dann auch Sport gemacht, ich bin am Strand laufen gegangen, ich habe mich voller Energie gefühlt. Insofern, wir sind uns ja einig, so Obst ist eigentlich auch, wenn es saisonal ist, ich meine, es gibt ja Leute, die leben in Deutschland im Winter, kaufen sich dann Tropenfrüchte, was überhaupt nicht für deren Körper zu der Jahreszeit gemacht ist. Aber grundsätzlich würde ich sagen, regionales, saisonales Obst ist eigentlich auch sehr gut, weil das ist das, was die Natur dann gerade für uns bereitstellt, was man nur pflücken muss, essen muss und immer gut schmeckt. Genau, nee, das sehe ich auch so. Also wenn man die Möglichkeit hat und wenn man tatsächlich relativ wildes Obst, sage ich mal, findet, ist das in meinen Augen absolut in Ordnung. Selbst wenn es jetzt kultivierter ist, ist es kein Problem, weil es ja immer noch natürlich wächst und von uns identifiziert wird. Das sind ja diese drei Grundsätze von der biologischen Ernährung, die wir aufgestellt hatten. Das erste wäre halt die instinktive Prüfung. Und wenn ich etwas habe, was farbenfroh ist, was mich anzieht, was dann auch noch gut riecht und süß schmeckt, und wir haben als Menschen definitiv auch einen Drang nach Süßem, ja, das haben obligate Karnivore nicht, zum Beispiel jetzt Tiger oder Katzen, die haben das überhaupt nicht, aber wir sind eben keine obligaten Karnivore, sondern aus meiner Sicht fakultative Karnivore, und deswegen haben wir, wie auch zum Beispiel Schweine oder Hunde, auch ein Verlangen oder ein Geschmacksempfinden für süße Sachen, und das darf man nicht ignorieren, und Obst ist selbstverständlich genauso wie auch Honig absolut biologisch und in der Natur vereinbar, und wir können es gut verdauen. Obst hydriert sehr gut, das ist meiner Meinung nach sogar neben der bereitgestellten Energieform der größte Vorteil von Obst, dass es eine sehr hohe Qualität an Wasser und Hydrierung bietet. Genau. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir mal zum Thema Nahrungsergänzungsmittel. Haben wir gerade schon kurz angeschnitten. Also als ich vegan war, genau, da habe ich dann auch immer, heißt ja immer, wenn du vegan bist, das einzige Vitamin, was dir fehlt, ist Vitamin B12. Das soll man dann supplementieren. Das habe ich damals, bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe das lange Zeit genommen, aber irgendwann einfach auch abgesetzt. Auch intuitiv, weil ich gesagt habe, Vitamine sind irgendwie unnatürlich, kommen in der Natur nicht vor, wird chemisch hergestellt, dann brauche ich das nicht. Und Jahre später, man war es 21, 22, hatte ich eine Zahn-OP
Und da hat mein Zahnarzt, der ist auch so biologisch unterwegs, hat auch nie irgendwelche Corona-Maßnahmen eingehalten. Also insofern hat er da definitiv nach links und rechts geschaut. Aber der meinte so von wegen, ja, für die Regeneration müssen wir darauf achten, dass ihr Vitamin D-Spiegel hoch genug ist. Dann haben wir mal gemessen. Ich meine, es war 21 Hochsommer. Ich war die ganze Zeit draußen. Es war irgendwie so Juli, August. Ich war die ganze Zeit draußen. Ich war gut braun. Vitamin D soll ja von der Sonne kommen. War gut braun und trotzdem war mein Vitamin D-Spiegel relativ niedrig. Dann habe ich dann angefangen zu supplementieren. Ich habe damals Sunday Natural, heißt die Marke, irgendwie mit 10.000 Einheiten da Vitamin D und Vitamin K2 genommen in Kombination. Dann heißt es ja so von wegen Kombination wirkt das optimal. Da gibt's ja, ich habe damals auch so Videos von Professor Spitz geteilt, der hat auch irgendwie so ein Video gemacht, was Millionen Aufrufe hat, wo er sagt, hier, so und so müsst ihr das machen, so habe ich das alles gemacht. Trotzdem habe ich meinen Spiegel nicht hochbekommen. Wirklich super hochdosiert genommen, so eingenommen, wie man sollte. Und der Arzt hat auch gesagt, was ist da los? Und da habe ich dann auch schon gemerkt, irgendwas stimmt da nicht. Und intuitiv, wie gesagt, hatte ich schon Jahre vorher gesehen, Vitamine sind nicht natürlich, brauche ich nicht. Und dann kam dann Next Level, dann irgendwann vor ein paar Monaten damit und hat dann nochmal die wissenschaftlichen Grundlagen dazu geliefert. Vielleicht willst du nochmal ausführen, was sind die wissenschaftlichen Grundlagen bei Vitaminen? Ja, also uns macht es ja grundsätzlich Spaß. Wir sind alle motiviert, immer Dinge zu hinterfragen, die alle für selbstverständlich halten. Und so eben auch bei der Ernährung oder bei den Nahrungsergänzungsmitteln. Uns ist aufgefallen, dass eben, wenn man geschichtlich mal reinschaut in die wissenschaftliche Literatur, wie überhaupt solche Vitamine entdeckt worden sind, dann fällt immer wieder auf, dass es halt gewisse Mangelernährungen gab, zum Beispiel bei den Seefahrern damals, ja, die dann eine gewisse Symptomatik entwickelt haben, Skorbut, genau, oder eben auch bei anderen Mangelernährungen, die man halt künstlich im Experiment erzeugt hat. Jedenfalls hat man geglaubt und auch Weston A. Price und Pottinger, also die beiden Forscher, über die wir vorhin gesprochen haben, auch diese beiden Herren waren fest davon überzeugt, es muss irgendeinen Faktor in der Ernährung geben, der einen gewissen Unterschied ausmacht. Warum haben diese Katzen keine gesundheitlichen Probleme und diese hier schon? Also die Hitzeeinwirkung auf das Fleisch muss irgendwas kaputt machen. Ja? Das ist die Genetik. Genau. Und insofern waren die auch davon überzeugt, es muss irgendein Teilchen im Essen geben, was ein Vitamin, die haben das damals Heat Label Factor A genannt, also das war sozusagen der Precursor zu Vitamin A. Und wenn man aber in die Studien reinschaut, dann wird niemals eine Substanz, die ein Vitamin sein könnte, isoliert und im Experiment kontrolliert dann getestet. Das heißt, man hat diese isolierte Substanz, von der man behauptet, das ist jetzt Vitamin A, dann gebe ich das dieser Gruppe und diese Gruppe bekommt eben das nicht. Und dann müsste ja die eine Gruppe, die das bekommt, wesentlich besser dastehen und die andere Gruppe müsste gesundheitliche Probleme bekommen. Und so ist es halt nie in den Studien. Was gemacht wird, ist zum Beispiel beim Skorbut, beim Vitamin C, da wird dann eine sehr künstliche Ernährung beiden Gruppen gegeben erstmal, bis sich die entsprechenden Symptome zeigen. Ja, irgendwelche Hautprobleme zum Beispiel oder blutende Mund und so weiter. Und dann wird Zähne, sind dann nicht die Zähne ausgefallen? Genau, ja, das Zahnfleisch wird dann weich und blutig auch und so weiter. Jedenfalls wird der einen Gruppe dann auf einmal eine andere Ernährung gegeben. Mhm. Ja? Und dann wird behauptet, diese Gruppe hätte Vitamin C bekommen, Ascorbinsäure, und sei jetzt geheilt. Aber in Wahrheit hat man eine komplett andere Ernährung gegeben und nicht nur die Ascorbinsäure hinzugegeben. Mhm. Die bekommen von so einer flüssigen künstlichen Ernährung bekommen die auf einmal eine feste Ernährung, eine völlig andere Ernährung. Und das ist genau das wissenschaftliche Problem in diesen Studien. Und um auf die heutige Situation zu gucken, was heute dahinter steckt bei den sogenannten Vitaminen und Nahrungsergänzungsmitteln, wenn man sich mal den Prozess anschaut, wie diese hergestellt werden, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass es hier um sehr unnatürliche Substanzen handeln muss. Es kann natürlich sein, dass diese Substanzen original auch im Essen vorkommen, will ich gar nicht sagen, kann man nicht anders sagen. Problem ist aber, in den Studien zeigen sich, in allen randomisierten, kontrollierten Studien, die wir haben, zeigt sich, dass man, wenn man diese Substanzen nimmt, die als Vitamin behauptet werden, dass sich keine
Verbesserungen gegenüber der Placebo-Gruppe zeigen. Also, und damit meine ich wirklich harte klinische Endpunkte. Also, wie geht's dir wirklich? Deine Symptome, die man sehen kann, deine Mortalität und so weiter. Ich rede jetzt nicht über irgendwelche Blutwerte. Das ist schon klar, dass wenn ich ein Vitamin D zu mir nehme oder ein Vitamin B12 mir spritze, dass ich diese Substanz dann auch irgendwo im Blut finde. Ja, das ist schon logisch. Aber ich rede davon, hat das tatsächlich reale gesundheitliche Verbesserungen zur Folge? Und das ist eben nie so. Und zusammen mit der Beobachtung dieser extrem unnatürlichen Produktion dieser Substanzen, die sehr, wie du schon gesagt hast, sehr chemisch eigentlich abläuft, mit vielen Lösungsmitteln wird da gearbeitet, mit enorm hohen Temperaturen, mit hohem Druck und dann mit weiteren Filtrationsprozessen, Zentrifugen, dann kommen wieder andere Chemikalien, bis man ganz am Ende eine Substanz erhält, von der man behauptet, dort sei jetzt das isolierte Vitamin drin, was man am Anfang jetzt im Fleisch gefunden hat zum Beispiel, ja. Nach 100 Prozessen. Und das ist erstmal eine extreme Annahme. Sagen wir mal, das sei so. Was dann gemacht wird, ist, man gibt die halt in einem Experiment einer Gruppe, ja, dieses isolierte Vitamin und müsste eigentlich dann einen Vorteil finden. Und genau das funktioniert halt nie. Und das ist für mich die wissenschaftliche Widerlegung, dass ich es hier um Substanzen handelt, die essentiell für unsere Gesundheit sind, beziehungsweise die das vom Fleisch oder vom Obst replizierte Vitamin beinhalten. Das ist, kann nicht sein. Da gibt es ja auch, habt ihr von Next Level veröffentlicht, da eine Cochrane-Metastudie. Ich glaube nicht nur Vitamin C, sondern auch andere Vitamine. Und die sagen halt einfach ganz klar, man sieht keine gesundheitlichen Vorteile, sogar eher Nachteile. Genau. Also wie gesagt, jeder große RCT und jedes Meta-Review, was in der Geschichte bisher gemacht wurde, zeigt... RCT, vielleicht sagst du mal, was das ist. RCT steht für Randomized Controlled Trial. Das bedeutet randomisierte, kontrollierte Studie. Das heißt nichts anderes als, wir wollen etwas über die Natur herausfinden und dafür machen wir zwei Versuchsgruppen, die zufällig entstehen, also randomisiert. Und die eine Gruppe bekommt dann eine bestimmte Variable, die die andere Gruppe nicht bekommt. Alle anderen Variablen sind dann aber gleich. Das bedeutet im Prinzip dieses Studiendesign. Und in der Wissenschaft sagt man, dass diese RCT-Studien, Randomized Controlled Trial Studien, dass die eben den höchsten wissenschaftlichen Evidenzgrad darstellen aufgrund ihres Aufbaus, weil sie eben nur ja, im Idealfall eine Variable Unterschied haben und du studierst dann eben nur die Auswirkung dieser einen Variablen. Und als Vorteil gegenüber epidemiologischen Studien, zum Beispiel Beobachtungsstudien, wo man eben nicht diese Kontrolle hat, dort geht man mit einem Fragebogen in die Stadt, nach Hamburg zum Beispiel, und befragt dann halt Leute, hey, was habt ihr die letzten 5 Jahre gegessen, kreuz mal an. Aber man hat gar nicht die Möglichkeit, die ganzen Alltagsvariablen dieser Menschen, die ganzen Gewohnheiten dieser Menschen, die ganzen überhaupt festzustellen, stimmt das überhaupt alles, was sie ankreuzen, können die sich da noch dran erinnern? Und diese ganzen anderen Variablen, die kann man halt alle nicht aussortieren und oder nur sehr unzuverlässig aussortieren. Und das ist eben der Nachteil gegenüber einer hochqualitativen Studie. Und ihr habt ja auch mehrere Nahrungsmittelergänzungsfirmen oder die Firmen, die das vertreiben, angeschrieben und die gefragt, hey, wie sieht's aus? Habt ihr vernünftige Studien? Wie wird das alles hergestellt? Und ein Hersteller, wir dürfen den Namen jetzt nicht sagen, hat euch geantwortet, wirklich sehr offen. Willst du das vielleicht mal ausführen, was der Hersteller geschrieben hat? Ja, es gibt natürlich Hersteller, die sagen, dass es keine RCT-Studien gibt, die positive Ergebnisse zeigen, aber dass es eben epidemiologische Studien gibt und so weiter und so fort. Es gibt Hersteller, die uns bestätigen, die den chemischen Prozess offenlegen und sagen, dass es tatsächlich so abläuft, wie es abläuft. Ja, du hast schon gerade gesagt, dieser andere Hersteller, der war nicht so mit unserer kritischen Recherche zufrieden und einverstanden, und insofern kann ich nicht allzu viel darüber sagen im Moment leider, aber ich denke mal, alle, die uns verfolgen, haben das mitbekommen, worum es da geht. Und im Großen und Ganzen muss das natürlich jeder selber wissen, aber wenn man einfach nicht ideologisch, wenn man sich einmal komplett befreit von seinen Wünschen und Vorstellungen und von seinem sogenannten Wissen und einfach mal wirklich nüchtern betrachtet, objektiv betrachtet, auf die Sache raufschaut,
warum brauchen wir diese Pillen? Warum brauchen wir diese Nahrungsergänzungsmittel? Uns wird suggeriert, dass wir uns nicht mehr gesund ernähren könnten, weil in unserem Essen, im Fleisch, im Obst, im Gemüse und so weiter, da seien nicht mehr die Vitamine drin, die man früher mal da drin gehabt hat. Und das ist auch eine weitere unwissenschaftliche Aussage. Ja, das sind alles solche Geschichten, die basieren auf keiner Wissenschaft. Da muss ich einfach sagen, da kann ich nicht mitgehen. Da muss ich einfach sagen, nein, stopp, das ist unwissenschaftlich. Ich beobachte lieber meinen eigenen Körper, mein eigenes Wohlbefinden. Ich schaue vielleicht nochmal auf Studien, die gut kontrolliert sind. Ich schaue mir an, was die Naturvölker machen. Und aus diesen ganzen Beobachtungen ergibt sich am Ende meine Realität, meine Wahrheit. Mhm. Genau. Und wie du sagst, so von wegen, dann hieß es so von wegen, früher hatten die Lebensmittel mehr Vitamine und so. Es heißt dann ja auch immer, früher hatten die Böden, hatten viel mehr Nährstoffe und das Gemüse war viel, viel besser. Aber da halt auch, keiner macht sich die Mühe. Das wird dann überall immer wiederholt, aber keiner macht sich die Mühe, sich die Studien anzuschauen. Und wie du schon sagst, wenn man sich die Studien anschaut, dann sieht man, dass das alles andere als wissenschaftlich ist. Und dann sieht man auch, dass... Ich glaube, ich kann mich selbst nicht davon freisprechen, auch als ich vegan war. Das hat dann wirklich so dogmatische, religiöse Züge, dass die Leute sagen, hey, ich brauche hier die Vitamine, da die Vitamine und hier habe ich einen Mangel und so. Und dass sie sich dann alles Mögliche einschmeißen und sich dabei gut fühlen. So, ich meine, wenn die sich dabei gut fühlen, dann ist es wahrscheinlich auch gut für die. Aber letztendlich, die geben nur unwahrscheinlich viel Geld dafür aus und vergiften sich wahrscheinlich auch noch damit. Also, ob dann wirklich so dann die positiven Gedanken, die sie dabei haben, ob die Vergiftung wieder wettmachen, das ist dann die Frage. Aber wissenschaftlich hat das keine Grundlage. Und wenn man dann sieht, auch in der alternativen Medienszene, wie viele Leute da wirklich mit Nahrungsergänzungsmitteln da Werbung für machen, da die Affiliate-Links teilen, wie viel Geld damit gemacht wird. Ich meine, natürlich muss jeder irgendwie sehen, dass er irgendwie Geld reinbekommt, dann macht man natürlich auch Werbung für irgendwelche Sachen, wo man vielleicht nicht so hintersteht oder die man vielleicht selbst nimmt. Aber letztendlich, wenn man wirklich ein aufrechter Wahrheitssucher ist, dann muss man sagen, es gibt keine Evidenz für Nahrungsergänzungsmittel. Genau. Gibt es in der Natur nicht, ist alles chemisch hergestellt, insofern alles nur rausgeschmissenes Geld und wie gesagt, im schlimmsten Fall vergiftet man sich damit noch. Ja, natürlich, jeder versucht natürlich irgendwo Geld zu verdienen. Ne? Auch wir bei Next Level, wir verkaufen unsere Abonnentenprogramme, wir haben unsere Beratungen und wir haben unser Magazin, wir haben den Co-Pilot. Also wir versuchen ja genauso wie jeder andere auch, das, was wir machen, unsere Zeit irgendwie vergütet zu bekommen. Das ist nun mal so. Der Unterschied ist bei uns, wir sind offen immer für Kritik. Wir versuchen uns immer nach wissenschaftlichen Regeln zu verhalten und wir verkaufen keine Produkte, die auf einer unwissenschaftlichen Grundlage basieren. In erster Linie verkaufen wir Wissen und Beratung und eben keine Vitaminprodukte oder andere Produkte, die gewisse Behauptungen auf der Packung stehen haben. Und bei den Vitaminprodukten ist das eine ganz, ganz starke emotionale Problematik. Die meisten Leute, das ist mir damals auch extrem schwer gefallen, das zu realisieren, die haben so eine starke Verbindung zu diesen Dingen, zu diesen Pillen, die glauben, dass sie nur mit diesen Pillen leben können. Und wenn man ihnen fast schon wie so ein bisschen so ein Drogenabhängiger, wenn man ihnen die Pillen dann wegnimmt oder wenn man sagt, die sind schlecht für einen, dann hat man massive ideologische und mentale Probleme teilweise damit aufzuhören. Und da muss ich wirklich sagen, man muss sich einfach mal besinnen und überlegen, gibt es in der Natur diese Vitaminpillen? Gibt es in der Natur diese Produkte? Nein. Der Mensch oder alle anderen Lebewesen auch, wir sollen gar nicht mit diesen Produkten leben, sondern wir sollen mit den natürlichen Nahrungsquellen leben, die uns umgeben. Und das ist in meinen Augen, reicht das schon aus, um den Punkt zu machen, dass es überflüssig ist, um gesund zu sein. Und der eigentliche Punkt ist, du hast gerade gesagt, die ein oder anderen Leute, die fühlen sich dann eventuell besser. Da möchte ich mal einen Vergleich machen. Und zwar viele Leute, die Kaffee trinken oder die Zigaretten rauchen, fühlen sich dann auch
gut oder besser danach, weil sie eben einen gewissen Kick haben. Und dieser gewisse Kick entsteht aufgrund einer Stresssituation des Körpers. Man nimmt ein gewisses Toxin ein, das, was man als Nikotin bezeichnet, das, was man als Koffein bezeichnet. Es ist egal, wie wir das jetzt nennen wissenschaftlich. Es geht darum, dass diese Pflanzen, es sind immer Pflanzen, ja, sowas gibt es nie bei Fleisch, diese Bohnen, diese Samen, diese Blätter haben irgendwelche negative Energie, anscheinend aufgrund von Verteidigungsgründen, ja, damit die Pflanze ihren Samen verteidigt, ihre Blätter verteidigt vor Fressfeinden und so weiter. Das ist so die Annahme dahinter. Jedenfalls beobachten wir, da gibt es Substanzen, die scheinen toxisch für uns zu sein. Und natürlich stressen die uns, wenn wir das einnehmen, dann wird der Herzschlag schneller, wir kriegen Adrenalin, wir werden wach. Und das fehlinterpretieren einige als positive Wirkung. In Wahrheit ist das aber eine Stresssituation für den Körper und altert den Körper. Jede Stresssituation altert den Körper und jede Stresssituation verlangt dem Körper auch Energie ab. Und zu glauben, manchmal passiert das eben auch, wenn man diese Vitaminprodukte einnimmt, dass man sich dann aufgeputscht fühlt. Aber zu glauben, dass das nachhaltig sei, zu glauben, dass das gesund sei, natürlich gesund sei, das ist ein Trugschluss. Ich kann mich erinnern, als du mich hier letztes Jahr mal besucht hast, da habe ich dann viele Sachen aus meinem Garten gegessen. Da hatte ich dann auch rohe rote Beete angeboten. Und du hast es gegessen und hast gesagt, irgendwie ich merke, das fängt dir an zu kribbeln. Ja. Und dann dachte ich, scheiße, recht hat er. Das habe ich immer gemerkt, aber man redet sich dann schnell das schön, wo man denkt so von wegen, ja, und das ist jetzt aus meinem Garten, das ist ganz toll, aber dadurch, dass sozusagen dann die rote Beete oder das, was du isst, das Gemüse dann in dem Fall, sich wirklich vor Fressfeinden schützen will, ist das für unseren Körper auch nicht verträglich. Und der Körper sagt dir das, wenn man nur hinhört. Deswegen, man muss halt überall immer auf seinen Körper. Wir haben alles bei uns schon. Wir müssen nur hinhören. Wir müssen nur auch erkennen, dass wir selbst so viele Dogmen verinnerlicht haben, so viele, unser Weltbild ist drauf getrimmt, so von wegen, es ist ja gut, den eigenen Garten zu haben, frisches Obst zu essen, frisches Gemüse zu essen, frisches Obst ist tatsächlich gut, aber frisches Gemüse direkt aus dem Garten und so, aber wenn man dann genau hinschaut, dann merkt man, dass genau das Gegenteil ist der Fall. Ist auch irgendwo logisch, weil Tiere können natürlich weglaufen oder haben irgendwelche Art und Weise, sich zu verteidigen. Aber Pflanzen sind genauso Lebewesen, haben auch, wir können erkennen, Pflanzen haben ähnliche Interessen wie auch die Tiere oder die Menschen, die wollen sich fortpflanzen, die wollen Energie aufnehmen und die wollen sich auch gut fühlen irgendwo. Und natürlich braucht eine Pflanze ihre Wurzeln, ihre Knollen, ihre Blätter. Das sind überlebensnotwendige Bereiche der Pflanze und die müssen irgendwie verteidigt werden. Einige Pflanzen haben Dorn und Stacheln, also physische Verteidigung. Andere Pflanzen haben das aber so nicht oder haben zusätzlich zur physischen Verteidigung chemische Verteidigung, also in irgendeiner Art und Weise bittere Stoffe in der Wurzel, in den Blättern, die Insekten davon abhalten oder auch andere Tiere und Menschen davon abhalten sollen, das einfach zu essen, weil es extrem bitter, extrem scharf schmeckt oder weil es extreme Schmerzen verursacht, wenn man es isst. Und da muss man einfach ehrlich sein, unideologisch sein. Und das Problem bei den moderneren Menschen in unseren Gesellschaften ist, die meisten Pflanzen sind halt extrem kultiviert. Die haben fast keinen oder die haben sehr, sehr wenig dieser natürlichen Gifte nur noch. Die sind ohne die menschliche Betreuung auf dem Feld gar nicht mehr überlebensfähig. Ja? Wenn du solche Pflanzen komplett alleine lassen würdest, ein Jahr lang, eine Saison, wäre das Feld brach, da wäre gar nichts mehr. Das heißt, diese Pflanzen sind so unnatürlich, dass sie ständiger Betreuung unterliegen des Menschen und des Bauern. Und deswegen haben wir mittlerweile ein bisschen ein instinktives Problem, weil wir halt nur noch diese unnatürlichen Pflanzen auf dem Teller haben. In Wahrheit ist es aber so, wenn du jetzt hier in der Natur rausgehen würdest und würdest hier Blätter essen oder irgendwelche Wurzeln oder so, also reale Dinge, die du in der Natur findest, das wäre extrem ungenießbar, extrem bitter, extrem scharf. Und wenn man sich zwingen würde, entgegen des Instinkts diese Dinge zu essen, zum Beispiel eine hohe Menge an Wurzeln zum Beispiel oder an wilden Möhren oder so, dann würde man extreme abdominale Schmerzen bekommen, Durchfall, Erbrechen, Psychosen, alles Mögliche, ja.
Was sagst du zu Wildkräutern? So, wenn man Brennnesseln im Mixer macht oder so Brennnessel-Smoothies? Ja, also davon halte ich nicht so viel, weil in erster Linie, wenn ich als Mensch, also ich persönlich jetzt zu einer Brennnessel komme und erstmal sieht sie für mich nicht appetitlich aus, dann tut sie mir auch noch weh, wenn ich sie nicht richtig berühre. Gut, das kann man auch über gewisse Tiere, die wir jagen, sagen. Jedenfalls. Im Mixer. Ja, aber das Ding ist halt, der Mixer ist schon wieder eine Verarbeitungsform. Und wenn wir sagen, wir wollen eigentlich die Dinge so essen, wie sie die Natur unverarbeitet zur Verfügung stellt. Und hier muss ich auch töten. Genau, und hier muss ich auch töten öffnen, und öffnen, ja. Und so, genau. Wenn man den Brennnessel-Smoothie jetzt hat als Beispiel und man trinkt den, ich habe ja letztens mal von deinem probiert, also... Da hatte ich was reingemacht, das war nicht gut. Okay. Da hatte ich Spirunella reingemacht. Hattest du erzählt. Ich kann ja gleich, wir machen gleich noch. Okay, dann bin ich, probiere ich gerne. Ja. Ausgehend von meiner aktuellen Erfahrung würde ich sagen, Brennnesseln sind, die Blätter sind verteidigt, die Pflanze braucht die Blätter. Die Blätter haben sogar giftige kleine Stacheln und so, die verbrennen ja dann auch unsere Haut. Grundsätzlich glaube ich nicht, dass das... ein sinnvolles Lebensmittel für den Menschen ist. Ich sage nicht, dass man es nicht auch konsumieren könnte, als sozusagen ja, Alternative, aber das ist kein Grundnahrungsmittel für den Menschen. Ich glaube, das siehst du auch so, dass das kein Grundnahrungsmittel ist. Vielleicht ist das, wie jetzt eine kleine Abwechslung zu haben, oder Honig zum Beispiel ist auch kein Grundnahrungsmittel. Grundsätzlich ist es aber für mich ja, nicht sinnvoll, sich zu stark auf diese Dinge zu fokussieren. Ich finde, man sollte sich auf die Dinge fokussieren, die man als Grundnahrungsmittel definiert, die uns die maximale Substanz, Energie geben. Und alles andere ist optional. Und das ist durchaus so wie Obst, Honig oder auch Wildkräuter. Das ist alles optional. Nichts davon sind Grundnahrungsmittel. Ja, zu Brennnesseln, ich muss sagen, ich habe die letzten Jahre immer eine ziemlich heftige Allergie gehabt und dann dachte ich immer, ja, ich bekomme das mit Rohkost in den Griff, aber das war dann, letztes Jahr war die Allergie dann doch relativ stark und da habe ich dann meinen Kumpel Elias Leppe angerufen oder beziehungsweise er hat mich angerufen, nachdem ich ihn angeschrieben hatte und mit dem hatte ich auch hier ein Interview zu Arnold Ehret geführt, den Fastenpapst. Und der meinte, ja, geh da mal raus und sammle mal ein paar Brennnesseln, mach den Brennnessel-Smoothie. Dann habe ich dann den Brennnessel-Smoothie getrunken und nach 2 Sekunden waren alle Symptome weg. Also ich meine, Brennnesseln reinigen schon extrem, aber das ist dann halt auch die Frage. Es kann natürlich auch sein, dass wenn der Körper sowieso gerade mit Entgiften beschäftigt ist, was ja eine laufende Nase und Niesen und verschleimt sein, das ist ja sozusagen, der Körper reinigt sich, nach meinem Verständnis. Und auch so sagt Arnold Ehret das. Mhm. Kann ja auch sein, dass der Körper sagt, oh, ich habe jetzt so viel in mir, ich muss die Energie erstmal drauf verwenden, die Brennnesseln rauszuspülen sozusagen, dass dann der andere Entgiftungsprozess in der Nase und im Rachen und so aufhört und woanders weitergeht. Oder wie würdest du das einschätzen? Genauso sehe ich das und so schätze ich das ein, wie quasi eine alternative Art von schulmedizinischem Ansatz. Ich nehme eine Substanz zu mir, weil ich Symptome habe und glaube, dass ich die Symptome damit bekämpfen kann. Das ist aber das falsche Mindset. Meiner Meinung nach sollten wir keine Symptome bekämpfen. Wir sollten unseren Körper mit seinen Symptomen in Ruhe lassen. Wir sollten den Körper zugestehen, dass er die Symptome startet und er die Symptome beendet. Und nicht, dass wir von außen künstlich mit irgendwelchen Medikamenten oder mit anderen Substanzen kommen müssen und das beenden. Das ist falsch. Also das ist nicht sinnvoll, meiner Meinung nach. Und wie du gesagt hast, also wenn man jetzt zum Beispiel Brennnesselsaft trinkt und dann gehen die Symptome weg, dann ist es in meinen Augen eher was Negatives als was Positives. Ja, wenn man so denkt, also klar, und da muss man halt immer fragen, woher kommt das? Und das ist natürlich, jedes Symptom ist dann schon die Krankheit, ist die Heilung. So, und das ist natürlich ein ganz anderer Ansatz, wie du schon sagst, die Schulmedizin, die sagt, Symptome müssen wir irgendwie unterdrücken mit irgendwie Antibiotika, so von wegen, damit die Symptome weggehen, aber dabei ist es gerade dann die Heilung. Ja. Genau, ja, weil grundsätzlich ist es so, wenn man das halt im Lichtmikroskop betrachtet, meistens dann so
Symptomstellen. Dort sind dann viele Mikroorganismen. Mhm. Scheinbar ist es so, dass der Körper ein gewisses Milieu erzeugt und diese Mikroorganismen dann vermehren und bei den Aufräumarbeiten helfen. Ne? Die essen dann das tote Gewebe, die essen die tote Haut, die neutralisieren Toxine, die entfernen Fremdstoffe, Fremdpartikel und so weiter und so fort. Und wenn dann von außen Substanzen kommen, Salben, Cremen, Medikament, Antibiotika, Substanzen, die eben diese Mikroorganismen abtöten, offensichtlich. Mhm. Ja, das funktioniert in vivo genauso wie in vitro. Beides funktioniert. Wir können die Mikroorganismen mit Antibiotika töten. Mit Pflanzenextrakten, mit Knoblauch, mit Zwiebeln kannst du die umbringen. Mhm. Und auch mit anderen Substanzen und auch mit Brennnesseln kannst du mit Sicherheit Mikroorganismen schädigen. Habe ich jetzt noch nicht untersucht, aber ich denke, das wird auch so sein. Und die Wahrheit ist, die Mikroorganismen sind sehr wichtig, überlebensnotwendig für uns. Wir leben in Symbiose mit diesen kleinen Organismen und wir dürfen die nicht stören bei ihren Aufräumarbeiten. Ansonsten stören wir in Wahrheit unseren Gleichgewichtszustand. Aber eine andere Sache, ich meine, in den alternativen Medien, da geht ja immer dieses Video von von Dr. Bodo Schiffmann rum. Der bewirbt dann Spike Protect und sagt, es gibt da ganz, ganz viele Studien, die beweisen, dass Spike Protect wirkt. Wenn ich jetzt geimpft bin, dann soll ja angeblich die Impfung dann Spike-Proteine produzieren und dann hilft dann dieses Nahrungsergänzungsmittel. Ja, also es gibt ja keine einzige Studie, die zeigt, dass diese mRNA-Technologie funktioniert. Das bedeutet, es wird was in den Körper gespritzt und die mRNA kommt dann zu einer Zelle, wird von der Zelle aufgenommen und befiehlt dann dem Druckprozess in der Zelle, das Spike-Protein zu drucken, zu produzieren. Das ist ja die Theorie, aber nichts hat man jemals wissenschaftlich verifizieren können. Also zum Beispiel wäre es so, ich spritze jemandem diese Substanz und müsste zeigen, dass dieser Mensch danach, nach ein paar Stunden, Tagen, sehr viel von einem gewissen Protein auf einmal, von einer gewissen Substanz im Körper hat, die er vorher nicht hatte und die auch nicht im Impfstoff war. Ja, und dann müsste ich noch zeigen, dass es nicht einfach nur ein Abbauprodukt ist, sondern tatsächlich über ein Kontrollexperiment zeigen, dass in der Kontrolle dieses Abbauprodukt nicht entstanden ist. Und das gibt es nicht. Das heißt, zu behaupten, dass ein Geimpfter ein sogenanntes Spike-Protein im Körper hat, gegen das man sich dann schützen oder von dem man sich dann säubern müsste, das ist einfach eine Annahme, eine Hypothese, die ist aber nicht wissenschaftlich belegt. Deswegen kann ich mit diesem Argument überhaupt nichts anfangen, ehrlich gesagt. Ich denke mal gerade, das Video, war das von Bodo Schiffmann oder war das doch nochmal was anderes? Ich sehe immer nur irgendwie ein Video von Bodo Schiffmann, ist das Spike Protect oder MMN oder was ist das, weißt du? Nein. Nee, egal, auf jeden Fall. Zu Spike Protein, was ich nochmal sagen wollte, ich habe ja auf meinem Kanal habe ich einen Vortrag von dem Pathologen Arne Burkhardt geteilt, der redet auch sehr viel von Spike-Proteinen, die er dann in den Geimpften gefunden hat. Aber da muss man auch sagen, er sagt jedes Mal selbst, das ist nur eine Theorie, das ist seine Theorie und er wartet nur darauf, dass die widerlegt wird. So, und da habe ich auch unter diesen Videos habe ich dann auch einen Kommentar drunter geschrieben, wie ich das sehe. Ich habe dann auch, glaube auch zu Beiträgen von euch verlinkt, wo, wenn man sich das mit den Spike-Proteinen anschaut, ist das einfach eine wissenschaftliche Hypothese, die nicht Hand und Fuß hat. Hm. So, und da dann was dagegen zu nehmen, ja, ist eigentlich auch nur Geldmacherei. Ja, meiner Meinung nach ist das alles eine Psyop, kann man sagen, wenn man diesen Begriff mal jetzt hier verwenden darf. Und zwar, es ist so ein bisschen, hat eine Analogie auch zum 11. September, zu 9-11. Dort sind ja angeblich Flugzeuge in Gebäude geflogen und man hat dann später, ein paar Stunden später, direkt angefangen in die Kritikerszene, weil viele haben natürlich die Flugzeuge nicht gesehen, ja, hat man dann an die Kritikerszene die Argumente reingestreut, ja, das waren keine Flugzeuge, das waren umgebaute Militärraketen oder sonst was. Ja, also bei Corona ganz ähnlich, da hat man die Virussache gehabt am Anfang und man hat direkt aber von Anfang an gesagt, ah, das ist aus dem Labor ausgetreten, ja, das ist also günstig gekommen, also das ist nicht aus der Natur, sondern künstlich. Also es ist kein echtes Flugzeug, sondern irgendwie eine Rakete, also das ist sozusagen die Analogie. Und so hat man dann bei Corona
on top auf dieser PsyOp auch nochmal das Spike-Protein mit reingehauen, dass man dann sagt, dass sich alle auf diese Impfung fokussieren, als würde sie tatsächlich funktionieren, als würde dieser mRNA-Prozess überhaupt funktionieren und ein Spike-Protein erzeugen. Damit gesteht man ja, in Wahrheit gesteht man damit den Impfbefürwortern nämlich ein, dass das funktioniert, dieses mRNA-Prinzip. In Wahrheit stimmt das aber gar nicht. Das heißt, die Kritikerszene muss unheimlich aufpassen, auf welche Züge sie da aufspringt und dass sie sich nicht an der Nase immer herbeiführen lässt, weil es gibt nämlich instruierte, denke ich, weiß auch jeder, es gibt instruierte Psy-Ops, dass man in die Kritikerszene Sand reinstreut, dass die Leute dann auf eine Fährte geführt werden, die sich kritisch anhört, in Wahrheit aber das Narrativ stürzt. Ja? Und das ist nämlich genau bei den Spike-Proteinen ist das genau ein solches Beispiel. Da muss man aufpassen. Und das heißt ja immer so schön. Ich meine, klar, bei Corona sieht man ganz klar, dass das vorne ein bisschen durchgeplant war. Und dann überlässt man auch der Opposition, das überlässt man auch nicht dem Zufall. Und Lenin soll ja auch schon gesagt haben, das Beste, die Opposition zu kontrollieren, ist, indem man sie anführt. Und meiner Meinung nach, ich habe da viele Indizien für, aber da kann sich ja jeder selbst ein Bild machen, sind solche Leute wie Bhakti, Wodak, Schiffmann, sind bewusst oder unbewusst gesteuerte Opposition. Bewusst oder unbewusst, genau. Genau, man weiß es nie, wir können nicht in deren Kopf schauen, genau. Aber ja, da gibt es auf jeden Fall viele Indizien dafür. Ich glaube tatsächlich, dass es unbewusst ist und das ist nämlich auch, und jetzt reden wir mal über etwas, was man so noch nirgendwo gehört hat, beziehungsweise was man selten so hört und was auch meine ehrliche Meinung ist. Ich denke, dass es tatsächlich unbewusst stattfindet. Und ich denke, dass die Leute, die das alles im Hintergrund planen, ja, die sind so genial, die haben so ein Wissen über menschliche Psychologie, über Massenpsychologie, wie man sowas aufbaut. Die haben das gar nicht nötig, Leute das bewusst machen zu lassen. Die sind so gut, dass sie in den Kritikerszenen Leute über solche Argumente wie mit Spike-Proteinen zum Beispiel oder auch andere unbewusst dazu bringen, das Narrativ zu stützen. Dass sie sozusagen so eine Art doppelschneidige Persönlichkeit werden. Auf der einen Seite positionieren sie sich in der Kritikerszene, aber beziehen dann eine Position ein, in der sie das Narrativ irgendwo doch stützen, so wie eben Bhakti, Schiffmann oder Wodak. Und das ist nämlich, da muss man einfach als sehr reflektierter, objektiver Mensch, sowas muss man sofort erkennen. Mhm. Ja? Und man muss den Leuten das nicht unterstellen, dass sie das bewusst machen oder so, sondern das ist einfach, weil das System so gut gestrickt ist, dass selbst die Kritiker massiv unter Gefahr stehen, in Psy-Ops oder in Nebelkerzen oder in Sand in die Augen streuen, reinzufallen, ja, um diese Begriffe jetzt mal zu benutzen. So sehe ich das quasi. Ich weiß nicht, und da ist natürlich halt auch solche Leute wie, die drei genannten Namen, Wodak, Bhakti, Schiffmann, die haben natürlich eine gewisse Reputation sich erarbeitet in ihrer beruflichen Laufbahn. Ich meine, Bruder Schiffmann sagt ja immer, ich war einer der Top 10 Ärzte und so, oder ich gehöre, vielleicht denkt er, er gehört immer noch dazu, ich kann es nicht mehr genau sagen, was er da immer gesagt hat. Auf jeden Fall, für die sich dann einzugestehen, dass die werden wahrscheinlich auch alle geimpft haben, die fanden Impfen ganz, ganz toll. So, wenn die sich jetzt hinstellen würden, wenn sie pensioniert sind oder nicht mehr berufstätig sind, wenn die sich hinstellen würden und sagen, die ganze Virologie, das ist ein Lügenkonstrukt ohne Ende, ich habe das von Anfang an mitgemacht und nie hinterfragt, da gehört so viel Selbstreflexion dazu, so viel Schneid haben die wenigsten. Und das kann ich ja verstehen, sich dann auch, ich meine, Bhakti an sein Lebensamt hinzustellen und sagen, ja, mein ganzes professionelles Leben habe ich am Feenstaub geforscht. Ja, ich glaube, den Schritt, den wollen die nicht gehen. Ja, das ist in der Tat schwierig. Aber ich zum Beispiel wäre bereit dazu, wenn morgen gewisse Fakten aufkommen, dass eben in Wahrheit Menschen was ganz anderes als Fleisch essen sollten, ja, warum auch immer, dann bin ich der Erste, der irgendwo immer beim neuesten Stand ist. Ja? Ich bin immer da, wo es am besten ist, wo der optimale Zustand ist. Und deswegen bin ich nicht ideologisch. Ich habe keine
Gedanken oder Träume, an denen ich festhalte. Ich bin immer da, gerade wo für mich wissenschaftlich gesehen das meiste zu holen ist. Ja? Und im Moment und in den letzten 6 Jahren war das eben ganz klar bei der biologischen Ernährung der Fall, war das beim Thema Virologie, dass es eben keinen Nachweis dafür gibt, der Fall, war das beim Thema Impfen, ne? Wenn es keine Viren gibt, dann ist natürlich die Impfung auch irgendwo überflüssig, ist völlig klar und wissenschaftlich bestätigt das sich auch, wenn man sich die Studien anschaut. Ja, und dann gibt es natürlich viele andere Themen, aber die haben wir gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber grundsätzlich, denke ich, haben wir jetzt über die beiden Themen Ernährung und Nahrungsergänzungsmittel, Supplements, ein bisschen mal unsere Gedanken geteilt mit den Zuschauern. Ja, ich glaube, wie du auch gerade schon, ich glaube, bei den Brennnesseln hast du gesagt, das ist mein aktueller Stand. Und so jeder, der ehrlich zu sich ist und wirklich wahrhaftig auf Wahrheitssuche ist, der muss immer sagen, nach meinem jetzigen Wissensstand ist das so und so, ja. Kann sein, dass es nächstes Jahr schon ganz anders aussieht. Ja, völlig richtig, ja. Genau. Das heißt, man, das sage ich auch immer, das sind im Idealfall sind das Hypothesen oder sogar dann Theorien, wenn es eben gestützt wird. Aber wir dürfen niemals von Wahrheit sprechen oder sowas. Ja? Wahrheitssuche ist okay, das Wort zu benutzen, aber man darf niemals glauben, man hat die Wahrheit gefunden. Und man darf niemals glauben, man hat etwas bewiesen. Ja? Also in der Wissenschaft funktioniert das so, dass man nur falsifizieren kann. Aber wir können niemals mit hundertprozentiger Sicherheit etwas als wahrhaftig beweisen. Ja? Nur nochmal als Schlusswort vielleicht. Genau. Genau, das war ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, dann danke an alle Zuschauer fürs Zuhören. Ich hoffe, es war was Interessantes dabei und bis zum nächsten Mal bei Next Level Talk. Danke, Jens. Danke. Ciao.